Tivio. Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Universe. What would you do with the power? Und zwar spiele ich ein bisschen The Universe. Ich habe es mir jetzt mal als Pre-Alpha oder als Alpha-Version geholt, als Alpha-Tester. Und wollte euch jetzt mal das Spiel zeigen. Es wurde ein bisschen was gemacht. Jetzt gibt es endlich mal noch ein paar neue Sachen. Das Mid-Age zum Beispiel ist jetzt neu, also das Mittelalter. Man kann endlich auf Deutsch stellen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem neuen Leben. Die Universum ist halt, wir sind eigentlich Gott und leiten eine Zivilisation an, um immer weiterzukommen und sich zu verbessern, gegen andere zu bestehen. Ich weiß natürlich gar nicht, ob es schon andere Völker gibt. Das sollte eigentlich später dann kommen, dass man halt noch andere besiegen muss, dann den Planeten erobern muss und dann immer weiter. Also, ne, so von Steinzeit bis zum heutigen Zeitpunkt und Zukunft immer viel weiter. So, aber erstmal sind wir wie immer im Ladebildschirm und im Winter gefrieren die Seen und beenden damit die Angelsaison. Ozeane und Seen können überfischt werden, ja, das ist wie im richtigen Leben, ne? Wenn zu viele fischen, dann sterben halt die Fische aus irgendwann, wenn alles rausgezogen wird. Ich finde auch, der Ladebildschirm ist eigentlich recht gelungen, wenn er nicht immer so leicht buggy wäre. Es kann natürlich auch sein, weil ich im Hintergrund noch was laufen habe, aber theoretisch dürfte das nichts damit machen. Wie gesagt, es hält noch ein Alpha. So, und da geht's auch schon los. Criteria Presence ist auch neu. Wake up, Creator. Aufwach, Creator. This is the beginning of your story. Das ist unsere Story. It starts with nothing. Nothing but an infinite void. However, you, with a single touch, can awaken the light. Muss ich jetzt touchen? Ja, ich muss touchen. And so the universe sprang into being. Worlds filled with endless potential were scattered into the beyond. Ich höre jetzt mal nicht They so formed viel. Into many different shapes and sizes. Zwischenquatschen. And while most were doomed to drift among the cosmos barren and alone, others flourished. These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all. Life. However, life is a peculiar thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space debris burning up in an atmosphere. A creator's purpose was always that of an observer, to simply admire the fleeting beauty of life's beginnings and ends. Yet, this balance could never last. The issue with allowing a species to evolve independently is that they always fail to do so. For life to have a better chance of succeeding, it needs a helping hand. Ah, here we are. Welcome to Mother Planet. This is a rare sight, for it came to be that there was day and night. Warmth and cold, and water to flow through the planet's veins. The soil was rich with minerals, which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. It is no wonder, then, why life has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. This is your purpose now. Their very existence rests in your hands. Ja, es liegt an meiner Hand. Und das war auch schon das Intro. Platziere ein Epizentrum. Zack. Da, von wo alles beginnt. Wo machen wir das mal hin? Wo ist denn schön? Hier ist schön viel Wald, hier ist ein Fluss. Ach komm, wir bauen hier mal das Epizentrum hin.
Natürlich, da wollen wir beginnen. Take a look at your new subjects. Drücke F. Called Nuggets. Largely because of their body's apparent inability to keep itself in one piece. Adahi and Elu, the architects of their species. They are the founders of everything that Nuggets will ever know or achieve. Primitive Werkzeuge, Forschung abgeschlossen, sehr schön. So, mit der Steuerung ist jetzt ein bisschen anders, hallo, nein, will ich nicht. Als bei Cities Skylines muss ich mich gerade erstmal ein bisschen reinfunzen. Okay, hier war das. Die bauen jetzt ihr Häuschen. Theoretisch. So, wir können schon mal ein bisschen forschen. Oh, haben sie auch alles neu gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Vorher war das immer zufällig. Jetzt ist nichts mehr zufällig. So, die haben es schon. Schachtbrunnen. Die Schachtbrunnen bringen Wasser näher an deine Arbeiter, was zu höherer Produktivität führt. Es verkürzt die übliche Reisezeit, die benötigen wird, um diese lebenswichtige Ressource zu sammeln. Jetzt musst du nur noch einen Weg finden, die Nuggets davon abzuhalten, am Wasserloch zu lange zu quatschen. Das Wasserrad, das ist eine Wasserpumpe, okay. Und hier Feuer. Schaltet Beleuchtung in Gebäuden frei. Wenige Entdeckungen sind so wichtig wie das Feuer. Es ist einer der Grundsteine, auf dem die Innovation der Zukunft aufbauen. Es hat auch den zusätzlichen Vorteil, die Qualität von Lebensmitteln in eurer Zivilisation zu verbessern. Ob du den Nuggets mit Feuer vertrauen kannst, ist jedoch eine ganz andere Frage. Ich würde sagen, wir erforschen mal Feuer und danach das Angeln. Although there are some things that are shared between Nuggets, these include the need for certain essentials like food and water. A stable roof over their heads and an occasional nap. They want to learn, build, discover and create. Ja, das wollen sie. Quite inspirational. If they also didn't happen to be the species that initially thought their shadows were trying to eat them. Glücksliste, Kriminalität ist auch alles neu. Kriminalität gab es vorher noch nicht, wo ich gespielt habe. Windrichtung ist mir neu, okay. So, das ging. Das Scrollen ist irgendwie langsamer geworden, habe ich das Gefühl. So kann ich halt in die Richtung scrollen. Okay. Feuer, wir haben die Forschung abgeschlossen. Haben wir schon was Neues freigeschalten? Nein. Dann gab es davor, gab es noch solche Forschungen wie verbesserter Magen. Die waren aber zufällig. Nein, ich möchte den Planeten nicht ruinieren, das ist doch ganz klar. So, ihr baut eure Hütte auf bestimmt. Genau, die Steinhütte. Die brauchen noch ein bisschen Stein. Jetzt wird hier schön Holz gehackt. Wie gesagt, wir spielen Gott und müssen halt diese Zivilisation aufbauen. Man fängt halt an mit zwei Nuggets sozusagen. Es geht rasant schnell hoch. Dann später. Und Platz. Nur noch haben wir genug Platz, aber das wird schon noch mehr werden. Forschungstechnisch, Angeln ist danach. Ulduban, Werkzeugstadt. Werkzeugsatz. Stärke erhöht, Nackezubehör, Ingenieurshütte. Okay, okay. Primitives Kochen. Ein Wirtshaus können wir dann bauen. Ja, das kenne ich auch noch, das Wirtshaus. Brunnen und Schachbrunnen. Okay, Wasserflussstudie. Haben sie jetzt alles ein bisschen anders gemacht als vorher. Dann sagen wir, gehen danach auf primitives Kochen. Hier brauchen wir noch Materialveredelung. Wo kriegen wir denn die her? Die sehe ich hier noch nicht. Und Kochutensile. Ja, da siehst du richtig. Habt ihr schon ein Kind gemacht? Nee, wa? Ging das nicht hier, dass ich euch Liebe machen lassen kann? Das war heilen und das ist Armor. Okay, Axt, die würde ich gerne nehmen. Der trägt dreimal Stein. Bringst du hier ins Haus. Warum bringt ihr da das Stein nicht hin? Hättet ihr euer Haus fertig. Er möchte es anscheinend nicht ins Haus bringen. So, wir machen mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Am Anfang ist noch nicht viel los. Hier Armor. Ich habe noch nicht durch, ich habe genug Schöpferpunkte. Zahl der Nuggets, die an dich glauben. Keiner glaubt an mich. Das ist ja fast wie im Real Life. Keiner glaubt an mich. So traurig. Nein, natürlich nicht.
Diese Anzeige ist auch neu. Okay, Stromverbrauch, Wasserverbrauch. Also haben etliches getan. Das Spiel wird anscheinend doch endlich besser. So, Angeln ist gleich durch. Dann geht's hier weiter. Wie gesagt, am Anfang ist es ein bisschen... Nun gibt's schon ordentlich was. Windenergie, das kannte ich noch nicht. Elektrizität, das kannte ich auch noch nicht. Bildung war das letzte, wo ich gespielt hatte. Bis hierhin war ich bei Bildung. Oh, wir haben so ordentlich was getan, ja. Ja, das wird ja richtig spannend. Es wird dunkel und wir haben 41 Grad, 31 Grad. Hier in der Wüste würde ich es ja noch einsehen, wenn es so warm ist. Aber hier am Rand, na okay. Frieren sie wenigstens nicht. Und hier wird es dann ordentlich kalt, oder? Nee. Alles schick soweit. Okay, die bauen ihr Haus jetzt fertig für die Nacht. Das ist natürlich logisch und das würde ich auch machen. Nachts will ich nicht unbedingt im This message is quite odd. Beware of the trees. Well, that's obviously nonsense. Not to worry, I'll just put that over here in the garbage pile. Die Steinhütte steht. Here's a message that makes more sense. Tut nichts. Dear Creator, we don't mean to sound like we are complaining, but we are having a tough time doing all the work with just the two of us. If is there any way we can expand our civilization, maybe bring a new few extra helping hands. I'm on it. I didn't think you knew anything about reproduction, Creator. So, das Buch der Liebe. Du kannst zwei Nuggets ineinander verlieben lassen, indem du sie mit der Kraft von Armor verbindest. Was sich exzellent zur Erhöhung der Einwohnerzahl eignet. Wähle dazu die Schöpferarmor aus. Wieder schnell zu Griff über die mittlere Maustaste oder das Kräftemenü drücke und halte die Wirkentaste LCAT und dann klicke nacheinander auf zwei Nuggets, während du die Steuerung gedrückt hältst. Okay. Schöpferkräfte können nur gewirkt werden, wenn die Taste gedrückt wird. Okay. Hallo, Amo. Schnelltaste. Amo. Da. Und da. Oh, they look so cute. Und schon together. Geht es los. Ich spiele Amo. Da passiert was. Oh oh. So, bekomme ich dafür irgendwas? Amos Minigarten bald verfügbar. Okay. Da jetzt ab. Mhm. Status, ne? Der Status sagt alles. I wasn't aware that mating was a spectator sport. Sind gut dabei. Die oh, beiden. Another message. They don't stop coming. Das Sanushua ist angekommen. Or at least release a plague or something to call the herd. Oh, would you look at that? A little baby nugget. Aren't they adorable when they're young? Don't get too attached though, they're still mortal after all. Plus, gib die neugeborenen Nugget einen Namen. And make questionable life decisions. Let's see how much you like them then. So. Das ist nicht Stone, das ist Woody, der alte Holzhacker. Kamera gedrückt, das wollte ich gar nicht. So, den habe ich jetzt einen Namen gegeben. Den auch noch? Nein. Habt ihr zwei Kinder bekommen? Warum zwei? Und das ist Dick. Dann bist du der Lucky Stick. Hallo, möchte ich umbenennen? Danke. Der Lucky Stick. Wer kennt ihn nicht? So, Lucky Stick hat Ausweiten entdeckt. Okay, kommen auch noch neue Nachrichten. Angeln. Wir haben Angeln erforscht. Das heißt, wir könnten jetzt ein Angelboot bauen. Hier, schön am Wasser. It's probably a bit concerning that no one inspects the boats. But I guess they'll have to cross that bridge when it sinks. Ja, mit dem Intro so eine Sache, ne? Das war früher halt nicht. Und das jetzt so gut für neue Spieler, das ist halt okay. Das wird halt nochmal alles hier rangeführt, wie was funktioniert. Man muss halt jetzt komplett alles freischalten. Das war am Anfang noch nicht. Da waren schon etliche Sachen gleich frei. Speiseöle. Nackethunger reduziert um 10%. Okay, das Essen von Wirtshäusern. Obwohl es meistens genießbar ist, ist bekanntlich etwas angebrannt und fade, was einen Konsum ziemlich schwierig macht. Nuggets werfen oft einfach Brocken ihrer täglichen Mahlzeiten in Pflanzen und Büsche in der Nähe, um zu vermeiden, dass sie die unangenehmen Brocken essen.
Durch die Zugabe von Speiseöl und ein paar Tricks kann die Qualität des Essens verzehnfacht werden. Hey. Da wollte einfach mal noch ein bisschen, ne? Fett. Fettliche Geschmacksverstärker und schon kann man das essen. So, theoretisch könnte ich aber nur Armor spielen, oder? Ich möchte Armor spielen. Geht das? Macht ihr gleich nochmal ein paar Kinder? Oder habt ihr schon? I hope you've been working on your beach body. You're not going to spend another summer just lazing around, are you? Ja, das mache ich nicht. Nein, ich weiß, ich brauche Wasserreservoirs vor dem Winter. Aber noch ist alles gut, denke ich mal, weil wir haben 36 Grad, 46 Grad. Und ich habe eh noch nichts mit Wasser erforscht, das muss ich mal langsam machen. Dann machen wir den Schachtbrunnen. I see how that can be useful. Und das als nächstes, dann das Wasserreservoir. Hier brauchen wir Materialveredelung, wo haben wir die denn? Die muss ja irgendwo sein. Materialveredelung, hallo. Nein, große Muckis, ja, wer hat die nicht? Bekleidung, ja, Landwirtschaft. Hier hinten, okay, dann kann ich die erst erforschen, ne, okay. Ist gut zu wissen. So, wie sieht's aus? 6 Holz von 20 und 8 Stein von 10. So. Macht ihr wieder Liebe oder macht ihr das jetzt nicht so oft? Ah, okay. One day, when you're older, I'll explain how nuggets are made. Bitte nicht stören. Oh, Behut. Nein, ich öffne hier nichts. Lucky Stick. Und Woody sind natürlich schon groß geworden. Oh, das ist eine Budine. Muss ich ihn umbenennen. Hallo, Budine. Eine Budine. Sonst passt es ja nicht. Wenn ich natürlich jetzt die beiden sich verlieben lasse, naja, es fängt halt mit zwei an, ne? Gamepool ist halt nicht so groß. Would you mind giving those poor creatures some privacy, Creator? They're clearly trying to reorganize their furniture. Ja, die... Genau. Er hat schon recht. Your balance has hit zero. Please top up before attempting to use any further powers. Love is in the air. Genau, Knochenarbeit. Hilf Lucky Stick, die Hütte fertigzustellen. This one is just being lazy. Okay, Telekinese. You might be too kind for this world, Creator. Oh well, I suppose it'll give you some time to practice your powers, while that Deine nugget bisschen. Lives in a hammock sipping a mojito. Dann Telekinese haben wir ausgewählt. Er braucht Steine für. Your civilization grows stronger with every item you research. Steinhammer. Und Holzhammer, ne? Genau, passt. Das gab es vorher auch nicht. Da wurde einem nicht erklärt, wie man die Kräfte einsetzt. Das war alles Learning by Doing. Und mittlerweile ist okay, eine Steinhütte. Was bauen sie denn hier? Ein Tempel. Sehr schön. Hoffentlich beten sie doch mich an, sonst wäre das schlecht. Hier passt soweit alles. Forschungstechnisch geht voran. Wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen, ne? Aber das alles erklärt, dann muss man erstmal gucken, wie, was, wo. What an interesting shade of green. Eddie ist krank. It must be another victim of filthy lake water. Build some more wells. Der hat Salzwasser getrunken. Ich muss Wells bauen. Der arme Eddie. Heil ein Nugget. Natürlich heile ich ein Nugget. Heal the Nugget, Creator. I can't bear to watch someone be sick. So geheilt. It makes my insides turn out of worry, of course. Sehr gut. Verjüngen kann ich noch. Hab ich das schon? Ich hab den Nugget geheilt. Springbrunnen bei verfügbar. Was aber hier was schön ist? Ein Hirsch. Noch ein Hirsch. Die sind aber bunt. Bunte Hirsche. Das Gebäude Name ist unter Lager allein zu stehen. Grinding to a halt without water. And Nuggets will do the same. Build some more water pumps before it's too late. Ich hab keine Wasserpumpen erforscht. Das hättet ihr mir sagen müssen, dass sie zuerst erforschen muss. Sleepy Spring Sanctuary. Okay, cool, im Park. Das gab es auch noch nicht. Braucht Wasser. Habe ich nicht.
Rauchwasser habe ich nicht. Creator, just out of curiosity, how good are you at foot rubs? So, ich würde das gerne drehen. Wie war denn das Drehen des Gebäudes? Sowas nicht. Mausrad war es auch nicht. So, Schachtbrunnen. Wir haben Schachtbrunnen. Machen wir es mal in den Brunnen schnell, damit die Leute Wasser haben. Schachtbrunnen. So, der Lavamo ist erwachsen geworden. Da ist der Schachtbrunnen. Okay, dann bauen wir hier einen kleinen Brunnen hin. Hier ist weniger Wasser, hier ist mehr Wasser. Mehr als 15. Doch, hier war 16, ne? Habe ich das richtig gesehen? Hier wäre 16. Ja, aber 15 ist okay. Bauen wir hier einen Brunnen hin. Und dann jetzt das Wirtshaus als nächstes noch. Wirtshaus ist dieses Gebäude. Wie war denn drehen? Pfeiltasten? Nee. So halten Sie Ausschau nach Flaggen, die neben Gebäude stehen. Diese bedeuten normalerweise, dass das Gebäude einen neuen Arbeiter benötigt. Oder dass es nicht mit Wasser versorgt wird. Tipp. Okay. Ein Wasserrad, Forschung abgeschlossen. So, das können wir erstmal wegmachen. Das können wir wegmachen. Die meisten Gebäude benötigen Wasser oder Strom. Und Strom, egal. Strom haben wir noch nicht. Wir sind jetzt hier an den Wasserreservoirs und ein Wasserrad haben wir auch. Das heißt, wir können jetzt Wasser pumpen. Das ist so eine Wasserpumpe. Kommt mal hier oben noch mit hin. Was braucht die denn Schönes? Die braucht Holz und Stein. Das heißt, wir schalten mal auf Telekinese. Tornado, Telekinese. Und geben dem mal Stein. Oh, we're doing this again, are we? 5 Steine nur, okay. Aber ich habe genug Power, um denen ein bisschen zu helfen. You're looking a little weak, Creator. Ja, ich bin nicht schwach, hallo? Das hast du nicht zu entscheiden. So. Ich habe euch alles gebracht. Hier die Häuschen leuchten. Und 8 glauben an mich. Juhu. Kriminalität gibt es noch nicht so gut. Glücklich sind sie. Der Tempel. Okay, ist es noch nicht alles auf Deutsch? Langsam, Medium, schnell. Kann ich nichts einstellen. This water pump system is rather advanced for such a young civilization. I mean, sure, it's built out of rocks, wood and a bit of string, but impressive nonetheless. Hast du denn schon Quest oder Salzwasser getrunken? Das sehe ich doch gleich. Warum trinkst du denn Salzwasser, meine? So, da ist er wieder gesund. So bin ich mit euch. So, und jetzt muss ich ja in den Gebäude einen Nugget zuweisen. Noch gibt es, glaube ich, keine Präferenzen. Der ist drittsicher. Das ist ein Workaholic. Workaholic ist immer gut. Du gehst dahin. Let's hope that Nuggets don't overreact to the falling leaves this year. You look a little confused. Don't worry, I expected as much. I know you have questions. But you'll learn everything in time, on your own, without bothering me. Wie finde ich ihn jetzt am besten? We don't cover dental, right? Ich muss ihn finden, doch wo ist er? Kann ich ihn hier über die Liste suchen? Hier in der Liste ist er gar nicht mit dabei, ne? Ja, wie soll ich den denn finden? Oh, die Wölfe. Bellen, hier kommt ein neues Haus hin. Ja, da kommt eine neue Steinhütte hin. So, ich würde sagen, das war's mal mit der ersten Folge von diesem neuen Let's Play. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Es macht echt jetzt noch mehr Spaß als vorher. Und wie gesagt, der Forschungsbaum, das ist so genial. Also das gab es, wie gesagt, das gab es vorher noch nicht. Und es geht so weit schon. Und weil es ist ja erstmal Middle Age, ne? Eine Glasfabrik, okay, nee, das ist dann nicht mehr Middle Age, das ist dann schon doch schon Industriezeitalter. Aber trotzdem ist schon echt klasse gemacht. Also dann, bis zur nächsten Folge, schaltet wieder ein und tschüss, euer Rob. Natürlich konnte ich noch nicht speichern, also muss ich noch dranhängen. Wir brauchen erst das Archiv, um speichern zu können. Haben die denn schon alles da? Die brauchen noch Holz, ihr kriegt von mir Holz, ich mache Telekinese, da kenne ich gar nichts.
Denn wir haben noch keine Zeit. Ist das ja auch Holz? Ja, das ist auch Holz. So, you've uprooted a tree. Now what? So, wenn wir das Archiv haben, können wir dann theoretisch speichern und dann würde ich auch die Folge beenden. Wir können natürlich noch ein bisschen jetzt forschen. Wir forschen etwas forsch. So, hier das noch. Und da brauchen wir Materialveredelung. Also gehen wir dann in die Richtung weiter. Schamane ist immer gut. Bisschen Heilung für die Leute. So, wie sieht's hier aus? Er angelt und angelt und angelt. So, gab's hier dann was? Haben die schon was ausgesagt? Gourmet, Workaholic. Gab's da irgendwo wusste ich doch mal, was, wie, was war. Irgendwo stand das mal. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was und wie. So, wir weisen einen Nugget zu. Der ist faul, das ist hier nicht schlimm. No need for training, just send und dann speichern wir erstmal. Hopp, der Baumeister. Der Baumeister, genau. Ich bin der Baumeister. I do hope you're not planning on leaving us like this. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann doch in der nächsten Folge bei The Universum. Bis dahin, tschüss.